Hallo und herzlich willkommen bei Baustoffspenden NRW. Tja, das war einmal. Aber viele freiwillige Helfer vom Projekt sind heute Abend hier. Hier wird gerade ein bisschen gegessen. Hallo. Hallo, hier ist die Rena. Hallo, hier ist Andreas. Hallöchen, Gerald. Hallo, der Frank. Hallo, der Günther. Wie geht's euch mittlerweile? Es ist über ein halbes Jahr her, dass wir schließen mussten. Tränen sind viele geflossen. Sehr viele. Hunderte von Betroffenen fragen, wann macht ihr wieder auf? Warum habt ihr zu? Oder wir fangen jetzt erst gerade an. Wie geht's dir so als Helferin, die wirklich lange Zeit mitgeholfen hat? Ja, wie geht's mir? Ich bin ja nicht nur Helferin, ich bin ja auch betroffen. Ja, ne? Daher habe ich die freie Zeit auch ein bisschen mehr für mich nutzen können. Ich vermisse die Zeit, es war eine schöne Zeit. Auch manchmal stressig, ganz klar. Aber so ist es halt schön, dass man sich trotzdem nicht aus den Augen verliert und alle immer mal so zwischendurch wiedersehen kann. Ja, cool. Ja, mir geht's inzwischen auch wieder recht gut, aber ich denke oft und gerne an die Zeit an Baustoffspenden NRW in Erftstadt zurück, an die Betroffenen. Wir haben das gerne gemacht für die Betroffenen. Viele von uns würden es auch wieder mitmachen, so wie das einzurichten wäre, privat und so. Wir nutzen die Zeit jetzt auch ein bisschen mehr für uns und wir denken ganz viel an die Betroffenen. Wir haben euch alle ganz doll lieb. Ja, also mir fehlt die Zeit in Erftstadt. Es war zwar anstrengend, aber schön. Wir haben viele Freunde gefunden, neue Freunde. Und wir haben vielen, vielen Leuten helfen können. Nadine Runde schaut auch zu, auch Helferin übrigens. Nein, ja. Nein. Ja. Ja, hallo. Also ich habe ja viel geholfen, viel gekocht, viel gebacken, sowohl im Ahrtal als auch in Erftstadt. Und es fehlt mir schon, weil ich kann kochen und backen, würde gerne helfen, aber da leider keine Möglichkeiten mehr da sind. Ich helfe zwar noch so hier und da, aber es ist halt nicht so, als wenn ich da einen festen Ort hätte, wo ich dann gezielt auch helfen kann. Ja, aber der Gerald, ich verrate jetzt nichts, aber den werdet ihr in ein paar Monaten öfter sehen, weil der kriegt dann andere Aufgaben. Wir haben das schon mal in der Pipeline. Fein. Ja, ich habe ja noch ein anderes Projekt und da gibt es auch viel zu tun. Und außerdem muss man ein bisschen an sich noch denken, wenn man ein bisschen Freizeit hat. Und ja, da habe ich das Wandern für mich entdeckt. Super. Und sehr gut. Ich kenne jetzt jede Ecke im Ahrtal fast, vom Wandern her. Und wie sieht es im Ahrtal aus? Dein Feedback als Helfer? Also an vielen Stellen sieht es wieder gut aus, aber an anderen wiederum nicht. Ja. Aber es ist ein gemischtes Bild. Überall wird mal gewerkelt. Also ja. Ob das in Bad Neuenahr ist, in Ahrweiler, wo ich war. Ich war 4 Wochen in Reha in Bad Neuenahr. Okay, und, ja, da muss man den nicht erzählen. Mitbekommen alles. Ja. Also, und diese Leute, die hätten weitergeholfen. Ne? Die hätten weitergemacht und weitergeholfen. Und du erzählst auch noch kurz was und dann zähle ich euch mal gleich ein paar Keyfacts. Ja, ich war auch gerne, habe auch gerne geholfen und hätte auch weitergemacht und ja, tut mir sehr leid. Tja, diese Leute, die hier stehen, jetzt sind mal so die Keyfacts, nur allein von dem Projekt Baustoffspenden NRW in Erftstadt und einige Helfer sitzen noch drin, manche sind heute auch nicht da, insgesamt waren es über 75 Helfer. Diese Menschen haben allein für Flutbetroffene, wir reden jetzt nicht über die Anfangszeiten in Erftstadt, wo wir auf den Straßenwagen geholfen haben, da haben wir auch etliche Millionen Euro zusammengeschaufelt in den ersten Monaten der Flut und auch nachdem das Projekt zugemacht hat, haben wir auch geholfen. Aber diese Menschen hier vorne haben es geschafft, über 21 Millionen Euro zusammenzukriegen, die an Baustoffen verteilt wurden. Ja, die sie selber an Flutbetroffene kostenfrei ausgegeben haben, mit vielen anderen auch, dank aller Spender, Unterstützer, Gönner, plus nochmal ca. 3 Millionen Euro für Auslandshilfe. Also, wenn das kein Applaus wert ist, dann weiß ich es nicht. Lasst da gerne mal die Herzchen fliegen, hier stellvertretend für viele andere, die heute nicht da sein können. Oder auch sagen, yo, der Werner ist auch wieder da, guck mal hier. Werner, wie ist es bei dir? Werner ist übrigens hier der Mann und der Rita. Ja, die beiden, ja. Ja. Ja, bei mir ist auch alles soweit okay. Schön. Macht zwar manchmal so ein bisschen Kopfkino, dass man nicht mehr helfen kann, aber na gut. Tja, es gibt immer noch die einen oder anderen Stellen. Kohle fürs Ahrtal kann man noch spenden. Momentan gibt es auch die neuen Flutgebiete. Und ja, Hilfe ist überall. Und an diejenigen draußen, die dafür gesorgt haben, dass das Projekt zu ist, das sage ich an der Stelle auch mal, nichts ist vergessen. Gar nichts vergessen. Wir haben uns das alles aufgehoben und werden das zur passenden Zeit und passenden Stellen auch nochmal kommunizieren und an alle Betroffenen draußen nicht aufgeben, weitermachen. Ich weiß, es sind noch sehr, sehr viele im Flutgebiet von Nordrhein-Westfalen, aber auch vom Ahrtal und auch bei vielen anderen Hilfsprojekten wie bei Kohle fürs Ahrtal, Dachzeltnomaden oder auch bei Tobi Schott, bei Nitquatsche Mache. Beim Spendenverteilzentrum Ahrtal, da gibt es auch noch Hilfe und jeder Spender bitte denkt an die Flutgebiete, unterstützt er noch und dann kann jeder hier auch nochmal schönen Abend wünschen. Schönen Abend. Schönen Abend.
wunderschönen Abend. Schönen Abend. Einen wunderschönen Abend und einen schönen Sonntagmorgen euch allen. Bleibt gesund. Schönen Abend und man sieht sich immer mal wieder. Also Wiedersehen tut er sich auf jeden Fall. Also ganz, ganz tolle Menschen. Stellvertretend für viele, viele andere. Also ein ganz, ganz tolles Team. Manche sitzen auch drin. Ihr Lieben, kommt gut durch den Abend und tschüss vom Team von Baustoffspenden NRW.